Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Was ja leider nicht herz ist, dass der Bernie gerade tierisch abgeht da oben über mir, weil ich gerade Ölschiff habe. Und der Robert tut an der Burg rumbasteln. Wieder mal. Du bist schon lange nicht mehr da. Ja, in der letzten Folge habe ich euch versprochen, ihr seht was anderes, aber es wird nichts anderes sein. Ich habe gesagt, das habe ich im Vertrauen gesagt. Ja, das war wieder so ein Clickbait. Nein, so ist es gerade gehabt. Nein, so ist es gerade gehabt. Aber jetzt. Also das Ölschiff ist ganz schön verzweigt. Ich weiß nicht, wo ich bin. So wie die letzte Folge aufgehört hat. Geht die weiter. Ich will doch einfach nur heulen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Sind wir hoch? Ich habe keinen Sprit mehr. Ich habe jetzt 4000 Sprit durchgejagt. Ordentlich. Ja. Ich mich da nach ja, du oben kannst putzen. Ein bisschen oberflächlich auch abbauen. Ich habe auch schon mal angefangen bei mir in der Senken. Musst du klopfen. Ganz nein. Altmodisch. Es ist ja Sand. Das kann ich buddeln. Schau auf, hey. Ja. Ganz so. Klassisch. Also Juka kann ich damit bringen, aber ansonsten gibt's da nicht viel hier. Juka, Holz. Aber die Motorrad, die werden auch, doch werden auch markiert, weißt schon. Hau mal wieder ein paar Bäume um. Hau die Bäume um. Scheiße auf die Ökobilanz. Ich wollte gerade sagen, ist irgendwie Konzius in der Wüste, baue ich gerade Holz ab. Aber okay. Ja, aber Trockenholz. Das ist richtig. Ah, Aloe Vera habe ich gefunden. Was? Trockenholz? Genau. Trockenholz, ja. Scheiß auf die Tropen. Nein, haben wir nicht gesagt. Nein. Doch, ich habe es gehört, ich habe es sogar aufgenommen. Ich habe es gehört. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es auch gehört habt. Und wenn ihr es nicht gehört habt, schaut es euch nochmal an. Unbedingt. Bernie, du hast nicht so viel Konik dabei, oder? Hab ich gerade selber verbraucht. Ah, sehr gut. Lauft bei uns, lauft. Sonst hättest du das geben können, aber wir haben es auch ein bisschen, die Hundling. Die Schweine, die! Also, sie haben keine Geier. Getötet. Schau, irgendwo ein Auto finden zum Zlenken. Brauche ich Brudel. Brudel für die Orga. Ein Brudel. Wie viel hast du denn jetzt als Ölschiefer? 5000. Also. Und wenn du es dir mal bringst, kann man, dass der Bernie auf der Tasche schon mal anfängt? Mit was? Oder mit einem Ölschiefer? Ja, jetzt muss ich mich gerade schnell gegen Zombies wehren. Dann kann ich es einem Bernie geben, dann kann der Bernie zurück. Ich muss. Ja, so ist das Leben. Man muss einfach. Wie schaut es denn aus, Ben? Da ist ein Baum. Das ist auch noch einer. Ein Baum, der deinen Namen trägt. War ein Stein? Nein, natürlich kein Stein. Einstein? Wenn du Einstein bist, dann bin ich Brad Pitt. Um Gottes Willen. Bin vielleicht nicht so stark wie Arnold Schwarzenegger. Sehe nicht so gut aus wie Brad Pitt. Aber Piep kann ich wie Lassie. Aber... Auf was wollte ich hinaus? Aber gut, dass du jetzt selber dein Piep schon machst. Bleib mir ja, länger. Okay. Bleib mir weniger schneien. Ist schon praktisch. Ich glaub gar nicht, wie aufwendig das ist. Das möchte ich mir echt nicht glauben. Ich hab's am Anfang auch nicht glaubt. Wir schneiden ja so an sich nichts, außer einen Vorspann und dann Abspann eine. Aber selbst das und das Umwandeln auf YouTube, also das ist eine Stunde nichts pro Folge. Ja, du machst das auch einfach. Du nimmst da gerade mit einer Audiospur auf. Ich nehme mit drei Audiospuren auf. Ich habe einmal die Audiospur vom Spiel, dann habe ich einmal meine Audiospur und einmal eigene Audiospur. Ja, weißt du, uns alle aufnimmst, ich nehme bloß Spiele auf, wo ich allein bin. Ich bin auch nicht bescheuert. Ja, aber wenn du das getrennt hast, kannst du deine Zuschauer auch endlich einmal befriedigen, wollte ich gerade sagen. Was? Meine Zuschauer sind zufrieden.
Die darf man immer in den Besten zuschauen. Also wenn das nicht gelangt, weiß ich auch nicht. Oh, keine Frage. Mal, also da geht's echt zu da draußen. Ja, in der Wüste geht's ab. Den nicht wärst du griffen. Aber was mir jetzt eine Frage jetzt an unsere Zuschauer. Hätte es Interesse daran, wenn wir mir mal streamen? Ich weiß zwar jetzt nicht, ob wir das auf YouTube machen oder auf Twitch, aber ich habe schon ein paar Mal überlegt, einfach mal probieren und live zum Zorn, wie wir sind. Wie blöd das mal stehen. Warte von euch aus Interesse und gab es das Interesse auch zum Zuschauer? Das darf mich neidisch interessieren. Also ihr zwei Zuschauer. Satz mehr. Grüezi, fix, da ist ganz schön was los da in der Wüste, ja. Ich habe ja gerade wieder einiges wegrammen müssen. Und das nimmt ja irgendwie kein Ende, nicht? Das nee, da fängst du wieder oben was abzubauen, dann kommt wieder einer. Also wo waren wir bei Streamen? Ja, genau. Sagt mir, weil ich das zusagen darf. Die Frage ist, was war euch lieber? YouTube oder Twitch? Ja, ich dat bei Twitch, also. Du kannst doch nicht, wenn wir die Let's Plays auf YouTube bringen, sagen, dass wir lieber zu Twitch getan. Nee, ich tu nur dort über Streamen aufnehmen und veröffentlichen du lieber bei YouTube. Ja, aber YouTube ist viel, viel besser. YouTube ist die beste Plattform der Welt. Nein, wir werden nicht bezahlt. Leider. Sie hat sich selber, dass mein Spiel gerade wieder Probleme hat, gell? Na, ich höre nichts. Ich schaue ja in die Kamera. Ich spiele nicht mehr mit euch, weißt du? Ich spiele jetzt mit meinen Zuschauern. Mit der Community. Also muss ich schon sagen, wir haben schon ein paar Leute, die wirklich regelmäßig schreiben und. Das finde ich echt spitzenklasse. Danke dafür, ja. Und das so ziemlich bei jedem Scheiß, was kommentieren muss, mir da fabrizieren. Und nein, wir kennen die Leute tatsächlich nicht. Die, wo wir kennen, die haben wir schon gesagt, die dürfen nicht mehr schreiben. Ja, die schreiben dann nicht mehr. Die schauen da gar nicht mehr zu. Die haben unsere Gesülze ja schon satt. Da müssen sie uns nicht mehr zuschauen. Jetzt kommt da so ein blöder Kojote auch noch, weil Zombies nicht gelangen. Dreckiger Kojote. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn? Da sind wir. Den brauchen wir. Das ist cool. Dann hast du halt gar nicht gebraucht. Ja. Jetzt schon. Jetzt ist es vorbei, jetzt zählt es nicht mehr. Also. Schade. Oder brauche ich da, was habe ich denn da hitbart? Habe ich da den mittigen hitbart? Nein. Na, da hab ich den nicht gebaut. Benni, läuft's bei dir? Oder bist du schon tot? Na, alles noch bestens. Ich schau grad, was so rumliegt, alles. Mein Inventar ist voll. Ich bring mich da noch um heute mit dem Bau. So viele Meter, wo ich schon gefallen bin ich noch nicht einmal gelaufen. Mei, du dreckiger Geier. Oh, hast du etwa Probleme? Nein. Probleme sind was für Leistungsschwache. Ja, Satz und Sprich heute schon dabei. Nein, die kommen noch. Yeah.
Das gibt's so nicht, wie viele Zombies sind da unterwegs in der Faktenwüste da. Zu spät. Das wird mir total weg zum Stände. Muss ich extra lauter. Oh, bin mal ganz kurz weg. Wiederhören. Warum ist er weg? Was macht das? Oh, ich muss husten. Oh. Verzeihung. Wo ich jetzt mal geschickte Treppen? Das ist ja wieder einfach. So, wieder da. Oh, warte, da ist er wieder. Wo war er denn? Kurz was abklären. Der Erklärbär. Ne. Mafia-Boss hat gerade seine Leute am Scheißen müssen. Ne. Luigi. So was macht man nicht mit der Familie. Ich hab doch nur das Auto poliert. Oh shit. Oh, das war jetzt knapp. Sag mal, jetzt kommt nochmal einer. Ja, da geht's zu in der Wüste. Weißt, der Robert chillt in der Base. Ja, der Mühe. Scheiße. Warte, ist mir nicht gestorben. Das haben wir rechtzeitig geschafft, wenn wir noch Medizin reinzuschmeißen. Jetzt steht der Bike da irgendwo in der Wüste. Ja. Gut, dass du vorher hast. Ja, ja, das jetzt? Liegt im, das ist im Bike. Ja gut, dann nimm du das Mai. Dann nimm du Mairal. Das musst du entsperren, sonst kann er es nicht nehmen. Ja. Ich bin auf dem Dach, ich komme. Dann sehe ich mal etwas anderes. Ja, ich bin hier auch gerade irgendwo auf dem Dach. Die Zuschauer sind auf jeden Fall mal was anderes. Bin ich denn jetzt hier? Ja, normalerweise bist du beim Bett. Oh. Ja, irgendwie bin ich da nicht. Ich bin hier irgendwo beim Wohnwagen. Ah. Oh. Ah, dann hast du beim Bett und nicht auf dem Bett gedrückt. Ja. Dann bist du bei Survival Shop. Das ist unser Nachbar, da ist nicht weit. So, wie weit habe ich denn jetzt? Da bist du auf, hier ist ein bisschen weit, glaube ich. Ich weiß gar nicht, mit dem Moped kann man nicht zu zweit fahren. Du bist von mir 3,1 Kilometer weg. Dann weißt du, wie weit dein Moped weg ist. Naja, dann lauf ich mal ein bisschen. Der Robert gibt dir doch sein Radl. So, dann warte ich schnell. Musst du mit dem Robert treffen? Jetzt fahr ich wieder so schnell. Ja, aber kann ich das überhaupt. Doch, kann man schon wieder dann nachher weitergeben, oder? Das Fahrrad. Mal schon. Brumm, brumm, brumm. Ich bin gespannt, wie lang's. Oh, Kiste. Ja. Jetzt müssen wir jetzt fahren können damit. Ist noch verriegelt. Mein Vorrad kriegst du nicht mein Motorrad. Oh, schade. Kannst aber einfach sagen. Versuch mal aufs Werk, gell? Oh, bis gleich, merci schon mal. Also überholen kann ich gerade momentan nicht. Das ist furchtbar. Jetzt bin ich mit dem Moped in Leiblanken eingefahren, jetzt krieg ich es nicht mehr raus. Gekeilt. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist da hier vorne ein Baum. Na, das ist. Was ist denn? Also, ich glaube, liebe Zuschauer, Irnebs ist der Faul. Ich weiß nicht, ob ich da nicht einmal pausieren muss. Weil das ist momentan nicht, fast nicht spielbar. Aber woran kann das liegen? Ist wirklich mal. Ist, was habe ich denn für einen Ping zum Bleistift? 1490. Gut, das weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber ziemlich hoher Ping. 2253.
jetzt habe ich wieder 941, jetzt muss ich schnell fahren. Ja, sagen wir mal so, bei uns liegt der im Regelfall bei 20, 30. Ja. Also bei mir ist angezeigt, dass der Matrix-Man momentan einen 30er Ping hat. Und meiner wird da eh so hoch sein, gell? Deiner? Warte, die Zahl wird nicht angezeigt. Momentan bei 305. Schwankt so zwischen 150 und 305, schwankt er bei mir, was du angezeigt wirst. Ne, ich glaube, jetzt habe ich 142. Ja. Ich hoffe, wir kriegen bald demnächst unser Glasfaser. Das hoffe ich auch. Sind schon bestellt oder ist das vor angekündigt? Das ist schon bestellt, das wird gebaut. Also bei mir ist das jetzt theoretisch schon seit über zwei Jahren so. Das ist aber noch nicht fertig. Okay. Da haben sie aber schon die Leerrohre etc. verlegt. Also, du machst ja Robert Hoffnung. Nein, ich habe eine. Ich weiß ja, aber. Ich weiß ja, dass das kommen muss. Da hatten sie die Leute selber gewaltig ins eigene Fleisch rein. Das werden sie nicht rechtzeitig bringen. Ja, weil du weißt, was sie baut wird. Genau. Jesus, Maria und Josef. Hey, eine Kirche. Ich möchte jetzt nicht natürlich sagen, wo sie baut wird, weil dann darf man ja wissen, wo er her ist. Ich schaue mal in die Kirche. In die Kirche? In die Kirche. Ich meine, beichten ja, das schaut bestimmt nicht bei dir. Vielleicht hilft's. Das glaube ich jetzt nicht, aber schon kann es auf jeden Fall auch nicht. Da ist schon mal der Eingang. Soll ich da jetzt mit dem Baseballschläger einige oder mit der 9mm? In Kirche gehen wir immer mit dem Baseballschläger. Das Fahrrad mitbringen dann? Fett Lady. Du sollst in der Wüste lassen. Robert, der redet mit dir, glaube ich. Hä? Bitte, wie? Soll ich das Radl wieder mitbringen oder soll ich es da in der Wüste lassen? Jo, das war schon cool, wenn's das wieder mitnimmst. Du weißt ja nicht, wann du das wieder brauchst, wenn einer wieder sein Motorrad verliert. Aufpassen, wo kommst denn du her? Spätzi scharf, wenn du so weit euch willst. Tust du noch weh? Aber gut, dass du oben gefunden bist, die Lotte hätte ich übersehen. Wie? Ah, der rüttelt. Cool, Lotte. Mag du rauf? Nein, das darfst du nicht. Ach, schade. Wenn man gegen eine Kirchenuhr stößt, hätten wir keinen Ton. Gegen die Glocke, oder? Nein! Puh! Ah, ich bin in der Vordersehnhäusl. Da geht's noch bergab. Oh, ich glaube, da habe ich jetzt direkt da. Kannst du weiter? Oh, Bauplan 4x4 Truck. Hey, geil. Jetzt, wo wir das Moped haben. Ja, der 4x5er Truck hat nur ein größeres Lager, also von der Geschwindigkeit her ist er nicht schneller wie das Moped. Und einen Eisenvorschlag haben wir. Benutzen. Muss haben der. Warum hat denn der Pfarrer da sich eine Birche drin? Playboys. Und Hustlers. Ich kann jetzt besser, aber das sparen wir jetzt. Ja, sag's nicht. Sag nicht Schülerzeitung.
Ich komm nicht runter. Ich will doch einfach jetzt. Auf wo die Katakomben? Porno-Keller. Das seht's nur bei mir. Porno-Keller? Nur jetzt beim Robert. Der Porno-Keller. Einfach Gepäck. Du Arsch, wo kommst du her? Wo kommst du denn alle her? Aus Niederbayern, Entschuldigung. Aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Ich schieß voll durch die Leute durch. Haben wir die jetzt droschen? Hä? Mag ich aber das schon verdient haben. Geh aber trotzdem nochmal rein. Auf den Koffer, offene Koffer. Türe. Oh Gott, da geht's noch weiter. Und ich habe keine Munition mehr dabei. Irgendwo Hülse. Hast du dem Vater seinen Geheimbunker gefunden, oder was? Pack, hab ich Glück. Weil ich bald da gebrochen. Überlebe ich's. Seht's in der nächsten Folge. Servus. Servus. Servus.